schwere Netze, gefüllt mit 1000 Räumen. Die Traumfischer. Denk dir, auf riesenhaften dunklen Schiffen segeln sie auf das Meer des Schlafs hinaus, bis zu den heimlichen Korallenriffen. Dort werfen sie ihre langen Netze aus. Sehr ernste, stille Leute sind die Fischer. Ihr Kapitän ist alt, viel älter noch, als du dir denken kannst, und wunderlicher, auch ist er blind, und jeder folgt ihm doch. Er kennt des Schlafmeers träumerischste Plätze. Die Fischer warten, bis er ruft: Holt ein! Dann ziehen sie an Bord die schweren Netze, gefüllt mit 1000 Räumen, groß und klein. Da blinkt's und zappelt's bunt und vielgestaltig. Auch manches gräuliche erspäht der Blick. Gleichmütig lädt die Mannschaft und gewaltig. Nur was zu klein ist, werfen sie zurück. Die vollbeladenen Schiffe endlich laufen im Hafen ein, mit Segeln, weiß und schön, auf dem Markt den Fang nun zu verkaufen. Dort hab ich alle Träume heut gesehen. Den Allerschönsten, sei er dir gedeihlich, hab ich für dich, mein Liebling, mitgebracht. Hier, nimm. Du kannst ihn jetzt nicht sehen, freilich. Doch wart nur erst, wenn du schläfst heut Nacht.